Auf der Vulkaninsel La Palma hat sich ein neuer Lavastrom gebildet, der weitere Gebäude und Infrastrukturen wie Straßen und Strommasten unter sich begräbt. Die rund 1000 Grad heiße Masse sei ausgetreten, nachdem die Nordflanke des Vulkankegels eingestürzt sei, berichtete das spanische Fernsehen am Samstag. Da die betroffene Region schon zuvor evakuiert worden sei, habe niemand zusätzlich in Sicherheit gebracht werden müssen. Immer wieder erschüttern auch kleine bis mittlere Erdbeben den Süden der Insel. Das heftigste Beben hatte eine Stärke von 4,1. Der Vulkan Cumbre Vieja war vor 3 Wochen, am 19. September, erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen und hat seitdem die Evakuierung von mehr als 6.000 Menschen erzwungen. Etwa 1.150 Gebäude und Infrastruktureinrichtungen wurden seither zerstört.